Am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett werdet ihr nicht nur fantastisch schlafen, ihr werdet auch an einen goldenen Schatz denken. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 388. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und ich freue mich ganz besonders, dass ihr am Samstagabend mit dabei seid, heute mit einer wirklich goldigen Geschichte wieder. Bevor wir dazu kommen, lade ich euch aber ein, einmal die Arme und die Beine zu nehmen und alles zu recken und zu strecken. Und zwar so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute am Samstagabend bin ich mir sicher, dass ihr die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 388. Gute-Nacht-Geschichte für Samstagabend, den 18. September. Gustav und die goldene Wand. Gustav ist ein ganz normaler Junge. Er lebt im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. Neben ihm in der Wohnung lebt das Ehepaar Widinski. Das Ehepaar Widinski hat auch Kinder. Allerdings sind die schon groß und haben selber schon Kinder. Manchmal kommen die Enkelkinder von Familie Widinski in den Ferien vorbei und dann freut sich Gustav. Dann hat Gustav nämlich Freunde zum Spielen hier im Haus. Ansonsten wohnen im Mehrfamilienhaus ganz viele Menschen, jüngere und auch ganz alte, aber keine Kinder. Das findet Gustav doof. Er hätte lieber viele, viele Kinder um sich herum, mit denen er im Treppenhaus fangen spielen kann, mit denen er vielleicht sogar im Garten auf geheime Schatzsuche geht oder im Keller ein Labyrinth einrichtet. Das würde Gustav gefallen. Gustav ist sowieso ein richtiger Entdecker. Heute ist ihm aber schrecklich langweilig. Denn an diesem Wochenende hat sich Mama vorgenommen, die Küche zu renovieren. Und Gustav möchte nicht helfen. Gustav würde lieber spielen. Sogar Mädchensachen würde ich spielen, sagt Gustav. Mit Mädchensachen meint er bestimmte Figuren von seinem Lieblingsbauklotzhersteller. Die mag er nicht, denn das ist Mädchenkram. Und Mädchenkram findet Gustav doof. Außer heute. Heute ist alles viel, viel schlechter, außer Renovieren. Renovieren macht nämlich gar keinen Spaß. Denn beim Renovieren macht man sich die Finger schmutzig. Und schmutzige Finger mag Gustav überhaupt nicht. Wenn Dreck unter seinen Fingernägeln ist, dann rennt er sofort ins Bad, nimmt die Bürste und schrubbt sich die Finger sauber. Gustav spielt deswegen auch nicht gerne im Sandkasten. Vielleicht im Winter, denn im Winter hat er Handschuhe an. Aber im Winter ist es zu kalt. Setz dich nicht in den Sandkasten, das ist doch viel zu kalt, sagt die Mama im Winter immer. Heute aber dürfte er auch im Sandkasten spielen, denn Mama hat gar keine Zeit. Mama renoviert. Sie hat die Küche tapeziert mit neuer Tapete und jetzt kommt Farbe drauf. Als sie die Farbe gekauft hat, war Gustav nicht mit dabei. Denn welche Farbe das ist, das ist ihm schrecklich egal. Das Kinderzimmer ist direkt neben der Küche. Und alles, was Mama in der Küche macht, das hört Gustav in seinem Kinderzimmer und er ist schrecklich genervt davon. Die Eimer der Farbe werden hin und her geschoben. Die ganzen Geräusche, die stören ihn. Gustav ist heute wirklich sehr empfindlich. Nachdem er mindestens eine Stunde alleine in seinem Zimmer gespielt hatte, war es in der Küche doch verdächtig still. Es war so still, dass er so neugierig war, um zu sehen, was dort passierte. Die Tür der Küche war verschlossen. Ganz vorsichtig spitzte er in die Küche hinein. Was er dann sah,
Das konnte er fast gar nicht glauben. Die Küche hat eine neue Farbe bekommen. Die ganze Wand erschien nicht in einem Rot, Gelb, Grün, Weiß oder Blau, sondern in einer der schönsten Farben, die er jemals gesehen hatte. Die ganze Küchenwand war goldfarben. Richtiges Gold. Mama, wo haben wir so viel Gold her? Mama zuckte nur mit den Achseln und sagte, das ist die Farbe. Und sie schenkte ihrem Sohn in diesem Moment gar nicht mehr Beachtung, denn sie war immer noch mit Aufräumen und Putzen beschäftigt. Das gehört zum Renovieren auch dazu. Als am Samstagabend nach der Badewanne Gustav in seinem Bett lag, da fiel ihm ja etwas ein. Direkt neben seinem Bett war die Wand zur Küche. Und Gustav weiß ja nun, dass das keine normale Wand ist, sondern eine goldene Wand. Genau in dem Moment, als er die Augen schloss, war er in einer ganz anderen Welt. Es sah zwar noch aus wie seine Wohnung, er erkannte auch sein Kinderzimmer wieder. Aber ansonsten kam er sich vor, wie im Inneren einer riesengroßen, geheimnisvollen Pyramide. Alle Wände waren aus purem Gold. Auch der Boden, er war mit Münzen, Goldstückchen und Schmuck übersät. Auf einmal lebte Gustav in einer riesigen goldenen Schatzkammer. Mama, Mama, schnell ging er ins Schlafzimmer. Wir haben einen Schatz in unserer Wohnung. Alles ist voller Gold und überall, wo ich hinschaue, befindet sich Gold. Sogar die Töpfe im Schrank waren goldfarben. Die Möbel, ja sogar das Sofa. Gustav setzte sich hin auf das Sofa, das leider gar nicht mehr bequem war, denn Gold ist nicht weich, Gold ist ein Metall und Gold ist hart. Und so wartete er auf einem Sofa aus purem Gold, bis Mama zu ihm kam. Mama nahm Gustav in den Arm. Sie trug ihn in sein goldenes Bett. Als Gustav am nächsten Morgen aufwachte, da sah die Wohnung aus wie immer. Schnell stand er auf und er schaute in die Küche. Doch die Wand der Küche, die glänzte immer noch golden. Gustav ging schnell wieder in sein Bett. Als er an seine Hände schaute, da erkannte er unter seinen Fingernägeln etwas, was da nicht hingehörte. Nein, diesmal war es kein Dreck, sondern unter den Fingernägeln von Gustav befand sich noch pures Gold. Und so wusste Gustav, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, ab ins Bett.